Herzlich willkommen! Oh, zurück! Da war das Mikro noch oben. Und ich würde sagen, in der letzten Aufnahme haben wir ja den fünften Chucky unterm Bett vom Herrn Ruben gefunden. Ruben? Wolke. Wolke ist schon immer so ein kleiner Knirschzaus gewesen. Oh, ich habe heute natürlich nicht mehr angesehen. Ich finde ihn so süß! Ja, wir wissen, was wir noch für Formen kriegen von dem. Der Chucky scheint schon komplett weitergelaufen zu. Ah, guck mal, 5 Chuckys. Kombiniere Spot mit Chucky. Guck mal, Spot, ich habe neue Spielkameraden für dich gefunden. Sie scheinen sich nicht für dich zu interessieren. Was bist du nur für ein Langweiler? Guck mal, wie süß. Oh, ich mag den total. Cool. Maus? Die Yakis haben auch Nagezähne. Nagevögel. Wo gibt es denn sowas? Na, nur hier in diesem Let's Play, meine Damen und Herren. Jetzt erzähl mir mal bitte einer, was ich tun soll. Hier zum Singen zu. Warte mal, jetzt habe ich ja eigentlich. Sie hier zum Singen, man irrt aber wie. Nee, will er immer noch nicht, okay. Ich probier's alles mit Chucky. Ich behalte die Perzi. Ich behalte sie weiter. Kombiniere Leben mit Chuckys. Ich will sie nicht verschwinden. Wenn sie sich noch tiefer im Wald ver. Du musst sie aber hier rausbekommen. Ich will sie nicht verschwinden. Brrr, ich hasse dich. Das hat man schon. Ja, okay, gut. Dann würde ich sagen. Ich will sie nicht mehr. Aber wie? Chuckys mögen nur kein Licht. Warum schlafen sie dann nachts? Kerzen, Kerzen, Hütte, fast Kerzen. Muss ich in der Hütte noch irgendwas ausmachen? Nee, ist ja Schwachsinn. Na, dann gehen wir mal weiter. Hieß ja, wir haben ja wirklich kaum noch Inventar, also wir haben ja gar nicht mehr so viel, was man kombinieren könnte. Darum bin ich ja so verwirrt. Was ist eigentlich das für das letzte Mal Leuchte? Schrank mit Axt ging auch nicht. Was soll ich mit der Blume jetzt eigentlich machen? Achso, das war ja die. Irgendwie muss ich doch mit der was kombinieren können. Die ist ja nicht umsonst. Die sind wirklich zu überhaupt nichts zu gebrauchen. Außer vielleicht, um darauf hinzuweisen, wie zerbrechlich und vergänglich. Natürlich sind die sowas gut. Hack's ab. Mach's kaputt. Ich töte es. Ich sag's euch, ich töte es. Ja, okay, gut, dann gehen wir mal raus hier. Und dann nehme ich mir nochmal die Leiter mit. Obwohl, theoretisch gesehen, dürfte sein Bett ja jetzt nicht mehr knacken, oder? Hm? Was? Wo? Wer wagt es mich in meinem wohlverdienten Sch. Hallo nochmal. Du schon was willst, siehst, wie's mir da weg. Hörst? Ja, ja, ja. Hä, wieso? Bis später. Genau, keine Option. Ich hab immer noch keine Option, so ein Mist. Obwohl, was sagt er denn, wenn ich hochgehe? Hallo nochmal. Du bis später. Bis später. Wenn ich jetzt hochgehe? Hey! Oh, das vergisst du. Niemand schnüffelt. Okay. Gut, dann geht's nach unten. Nee, Quatsch, ich will die Leiter mitnehmen, die Leiter mitnehmen. Oben kann ich jetzt wirklich, glaube ich, nichts mehr machen.
gehen wir nochmal zu Bando. Das Einzige, was oben ich vielleicht noch machen könnte, ist jetzt mich mehr nach dem Bett nochmal erkundigen, wie das Bett jetzt zu beschaffen ist. Aber ich glaube nicht, dass ich da irgendwas bekomme, was toll ist. Stellen wir mal die Leiter in die Luke. Haben wir nichts Neues, gell? Okay. Und hier ist immer noch nichts zu tun. Kann ich mit Bando endlich reden? Ich störe ihn lieb, Erd. Sag mal, die Ventilatoren bringen auch nichts. Die muss ich doch irgendwie ausschalten können, die Ventilatoren. Auf diese Weise lassen sie sich nicht benutzen. Ich schätze, sie sind nur dafür da, um Leute zu beeindrucken, die keine Ahnung von Fabriken haben. Auf diese Weise lassen... Ich schätze... Los, benutze es. Oha. Oha. Zumindest habe ich jetzt verstanden, warum die dritte Klappe hat gar nichts zu sagen hier drin, aber okay. Aber was tue ich denn jetzt hier? Das ist ja schlimm, 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 schlimm. Wir kraucheln uns hier Schritt für Schritt ganz, 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 ganz langsam voran. Haben wir hier noch was Interessantes? Ein Hocker. Brauchte ich nicht für irgendwas einen Hocker? Nimm mit. Oh ja. Reiß dich zuerst, musst du... Spot freut sich vermutlich. Hm. Ich hätte doch nichts mit dem Hocker kombinieren können, oder? Kann ich den Hocker zerhacken einfach mal so aus Langeweile? Nee, oder? Nicht wirklich. Ich demoliere keine Sitz. Dafür sitzt... Und wenn ich... Ich will es nicht noch weiter verstopfen. Doch, halt das Ding als Musik. Das Horn benutzt man, indem man drauf bläst. Soweit reicht mein musikalisches Verständnis noch. Spot ist vollkommen unmusikalisch. Darum hat Ben auch die Nummer mit den Hupen gestrichen. Ich dachte, das ist ein Musikinstrument, denn er benutzt es. Und wenn ich kombiniere mit Seil, wäre ja, ist ja auch ein Musikinstrument mehr oder weniger. Das habe ich hier hingehängt, um die Glocke zu läuten. Reicht das etwa nicht? Kombiniere Taktstock mit Seil. Das habe ich hier hingehängt. Boah, Cedric, ich werde dich in deine Einzelteile zerlegen. Aber jetzt auch nicht. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Habst du also das Gefühl, ich schaffst so alle fünf Minuten irgendwann mal einen sinnvollen Schritt und dann denkst du dir gleich wieder, nein, schon wieder brainless. Oh. Lauf mal nochmal nach oben. Pitsche patsche, pitsche patsche, pitsche patsche, pui, hey. Ich laufe nochmal zum Bett jetzt, aber jetzt weiß ich, ey, ich hab echt. Dann sind das manchmal so simple Sachen, auf die du einfach nicht kommst. Ich komme ja gar nicht mehr rein. Ich muss die Leiter holen. Warum? Was soll ich mit Bando tun? Was soll ich mit den Viechern tun? Ich habe doch keine Ahnung. Sag mal. Soll ich das hier als Musikinstrument nutzen? Ich bin verzweifelt. Das ist keine Drehorgel, sondern eine Perlenpresse. Nein, nein, nein. Auf diese Weise lässt sich die Presse nicht bedienen. Wenn ich raten müsste, würde ich auf dieses Rad dort an der Seite tippen. Ey, Junge, das ist mir auch klar.
Lieber nicht. Am Ende fällt sie noch um und dann hatte ich mal eine Leiter. Kombiniere Maus mit Luke. Das ist ein Mauseloch. Wenn doch, will ich der Maus lieber nicht begegnen. Na dann, gehen wir mal nach oben mit der Leiter wieder. Dam, 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 dam. Dum 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 da 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 da. So, Leiter. Fenster. Kann ich die mitnehmen? Ich lasse sie lieber hier. Ich will nicht, dass sich noch ein Yaki unter dem Bett einnistet. Ein Yaki! Das war also das Quietschen. Wozu? Der Yaki ist fort. Wozu? Das heißt natürlich, ich habe hier oben nichts mehr verloren. Oder darf ich die Maus hier drunter lassen? Es war keine Maus. Es war ein Yaki. Das ist mir schon klar. Du sollst die Maus hier lassen. Nein, das würde nur die Stimmung zerstören. Ich will diesen... Perle zurücklegen. Die lege ich nicht zurück. Sie gehört jetzt mir. Ich kriege hier ein zu viel mit dem Typen. Das ist ja schlimm. Kann ich hier irgendwas tun? Ich kann mir schönere Todesgrinny. Okay. Lieber nicht. Ich wette, das Tier kann die Perlen wittern. Wir dürfen Ruben nicht aufwecken. Ich bin sowas von ratlos. Auf keinen Fall. Ich kann mir schön, wenn ich mich... Ich kann ja aber auch echt nichts mitnehmen, gell? Ich glaube, und mein Rücken auch. Tja, was soll ich tun? Ich habe keine Ahnung. Puh, ich glaube, es ist gleich der Moment, wo ich wirklich mal in die Hilfe gucke. Das ist ja penetrant, dass man immer nur so ein Stück vorankommt. Naja, die Aufnahme geht ja noch ungefähr 2 Minuten und wenn ich es bis dann nicht geschafft haben sollte, werde ich mal in der Pause in die Hilfe gucken und werde mal schauen, ob ich da, was ich da übersehen haben sollte. Ach, aber ich muss ja, also... Das sind alles so Kerzenhäge, Kerzen, Kerzen, na fast, kenne ich ja, Kerze, 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 Kerze. Kerze, 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 wow, das ist eine Dachhütte. Bett. Kann ich hier die Maus ins Bett Kannst legen? Du dieses arme Geschöpf bitte von meinen Sachen fernhalten? Es reicht aus, wenn die Yakis mir nachts Löcher in die Dachschindeln beißen. Ich brauche kein weiteres Nagetier im Haus. Okay. Ist das eine von Rubens Perlen? Ja, aber er hatte auch schon vorher nicht alle Perlen auf der Schnur, wenn du verstehst. Er ist ein Tor, wenn er glaubt, seinen Status beizubehalten, indem er nichts mehr verändert. Nur Bewegung bringt Konsistenz. Das hätten wir vorhin aber schon mal anders geklärt. Kennst du dich mit Noten aus? Man hört nicht viel Musik auf dieser Insel. Wie Kalida meide auch ich den Lärm der Fabrik. Wenn überhaupt, lausche ich dem Lied der Yakis. Sie singen eine traurige Melodie, die vom Untergang kündet. Ja, dann sag mir doch, was da drauf steht. Kennst du dich mit Man hört wie wenn Kennst du dich mit Man wie wenn überhaupt Sie singen? Ich glaube nicht, dass er Verwendung dafür hat. Ich glaube nicht, dass er Ja, sage mir doch bitte, wie das... Ich meine,
warum und... Oh Mann. Jetzt bin ich mal kurz davor gewesen. Hörst du dich mit Not? Man hört nicht viel wie Kalida, wenn überhaupt lauschig. Sie singen eine traurige Melodie, die... Traurige Untergangsmelodie. Wo kriege ich eine traurige Untergangsmelodie her? Ich habe keine Ahnung, aber ich werde es nach der Pause wissen. Bis dahin, Freunde, sage ich Tschüss und wir sehen uns morgen wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss!